Sehr geehrte Frau Präsidentin, heute stirbt die Hoffnung auf die schnelle Wiederbelebung der deutschen Solarmodulproduktion. Heute stirbt die Hoffnung der Beschäftigten von Meyer Burger in Freiberg auf ein Wunder zum Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Die Verantwortung trägt die Ampel, die nicht handelt gegen chinesisches Dumping. Aber auch die Stimmungsmache gegen Solarstrom durch die AfD behindert die Rettung der Arbeitsplätze, schreckt Investoren ab. Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Produktionskosten für Solarmodule in Deutschland oder in China sind fast gleich. Als Techniker weiß ich, das ist bei ähnlichen hochautomatisierten Anlagen normal. Aber in China erhalten die Firmen 60% Investitionszuschüsse, in Deutschland nur 30. In China gibt der Staat bei 100 Euro Produktionskosten Cash 55 als Zuschuss dazu. Das gibt es in Deutschland nicht. Da ist es kein Wunder, dass Großabnehmer von Modulen wie die Firmen Enpal oder 1,5 chinesische Module zum halben Preis kaufen, um dann die deutschen Solarmodule am Markt um 20% zu unterbieten. Fette 30% extra Profit sind ein Grund, um alles zu unternehmen, damit FDP und Kanzler bis heute nicht gegen chinesisches Dumping vorgehen. Unerträglich. Die einheimischen Produzenten fordern zu Recht einen Resilienzbonus. Damit erhalten PV-Anlagen aus heimischer Produktion eine höhere Einspeisevergütung für Strom, dann rechnet sich der höhere Kaufpreis. Die Linke im Bundestag fordert, den Resilienzbonus sofort einzuführen. Damit würden in Freiberg, in Chemnitz, in Bitterfeld, in Czernitz die Arbeitsplätze gesichert. Deutschland könne seine Energieversorgung mit eigenen Anlagen sichern. Und an die Ampel: Es ist dumm, die Abhängigkeit von russischem Erdgas durch die Abhängigkeit von chinesischen Solarmodulen zu ersetzen. Deshalb stimmen Sie unserem Antrag zu, zur Rettung der Arbeitsplätze und zur Sicherung unserer Versorgung. Vielen Dank.